Hallo, und jetzt gleich das zweite One-Pot-Wonder hinterher. Wir haben wieder klar Schiff gemacht, haben aufgeräumt für euch. Und zwar heute was für heute, für den heutigen Tag, was mit Gemüse. Das sagen wir Wurzelgemüse, schaut mir her, ich habe hier wunderschöne Wurzeln gekriegt, verschiedene. Sellerie und natürlich Hühnchen und Nudeln wollen wir mal machen. Einfach so eine, ja, so eine bodenständige Geschichte. Okay? Funktioniert folgendermaßen: Ihr braucht dazu logischerweise einen Schnellkochtopf für die Leute, die neu dabei sind. Schnellkochtopf deswegen, weil ihr einfach wahnsinnig viel Zeit spart und wirklich alles auf einmal in den Topf reinschmeißen könnt. Das macht es einfach aus. So, wir legen los. Und zwar geht ihr mit dem Topf auf den Herd. Du darfst noch drüben bleiben, Liam. Macht den schon mal an, dass der heiß ist. Und dann braten wir nämlich als erstes mal unser Gemüse an. Was heißt unser Gemüse an? Wir braten die Zwiebeln an. Die schneidet ihr einfach, will ich gerade, ja, schneidet sie einfach der Länge nach. Schaut her, einfach so runterschneiden. Auch nicht zu fein, das ist ruhig relativ grob. Ja, das reicht aus. Dann machen wir die in den Topf rein. Aktivieren die kurz. Hier ist unser Aktivator. Ja, einfach ein bisschen dran machen. Öl dazu. Und jetzt braten wir das Ganze an, dass es leicht Farbe gibt. Okay? So. In der Zwischenzeit geht ihr her, schneidet den Rest. Und zwar einfach Sellerie. Man sagt so Zentimeterstücke und dann in so Balken meinetwegen. Einmal. Die Wurzeln, die habe ich jetzt einfach schön gewaschen und die schneiden wir jetzt einfach schön der Länge nach durch. Ja, auch wirklich ziemlich grob lassen das Ganze. So dünn, die brauchen wir nur halbieren und die brauchen wir auch noch halbieren. Oben ein bisschen ab. Ja. Wir sind aber noch einen kleinen Moment, aber es geht schon los. Hier mal anmachen. Höre ich das Geräusch? Glaub nicht. Ja. Okay. Dann die Pilze empfehle ich euch auch nur halbieren. Okay, das ist so wirklich ein bunter Haufen. Und schaut mal her, nee, guck mal da rein. Wir haben jetzt wirklich so leicht angebraten, kann man gut erkennen. Ne? So, jetzt macht ihr euer Gemüse da rein. Ich habe mal einen Teller als Unterlage, dass ihr schnell da hinstellen kann. Dankeschön. Wir aktivieren das Ganze leicht und jetzt machen wir unseren Aufbau. So, schön aktivieren. Verteilen das schön. So, jetzt gebt ihr eure Nudeln drauf. Einfach die rohen Nudeln, ungekocht. Ja, einfach drauf, je nachdem, ich sag mal so, eine Handvoll pro Person würde ich euch empfehlen. Dann macht ihr ein Stück Butter dazu. Da macht ihr ein bisschen Olivenöl dazu. Jetzt macht ihr quasi dazu, auf was ihr Bock habt. Den Gusto, den ihr haben möchtet. Ein bisschen Pfeffer machen wir noch dazu. Eine Knoblauchzehe einfach in der Schale lassen. Zack, anschlagen, mit rein. Gibt auch noch ein schönes Aroma. Und dann seht ihr hier schon unser Hühnchen. Ja. Das Hühnchen wird dann natürlich auch noch aktivieren. Einfach schön aktivieren die ganze Geschichte. Von der Seite braucht das ja nicht, da ist die Haut, da geht nichts durch. Ja? Aber die Seite reicht. Dann legt ihr das einfach, Leon, du musst jetzt mal da oben drauf gucken. Einfach hier oben drauf. Ja? Und dann machen wir Wasser drauf.
Und Wasser macht ihr drauf, je nachdem, wie ihr das haben möchtet. Ja? Der eine macht ein bisschen suppiger, der andere macht es ein bisschen fester, ein bisschen breiiger. Ihr braucht auf jeden Fall das Wasser alleine, um die Nudeln zu garen. Ihr müsst mindestens so viel haben, also ihr müsst mindestens die Hälfte an Wasser wie Nudeln drin haben. Ja? Und das macht ihr so. Pi mal Daumen, ich zeige es euch kurz. Hört mal her. Hört ihr das? Einfach, ich sag mal, ihr macht das halt eben voll, würde ich sagen. Okay? Dann könnt ihr hergehen. Den Teller nehmen wir halt gleich zum Anrichten hier. Dann könnt ihr hergehen. Schneidet kleine euer Gemüse mit, eure Kräuter mit rein. Das machen wir hinterher ran. Wie gesagt, ich schneide die Stiele und alles gerne mit rein. Das macht jetzt wirklich schön hier über euer Gericht drüber. Was uns jetzt noch fehlt, ist einfach ein bisschen Säure, und das könnt ihr jetzt natürlich machen über Zitrone, über Limone, über Weißwein, während du das auswählt. Was hättest du gern? Da passt Weißwein am besten. Oder? Weißwein? Gut. Ja, einfach so ein Maul Weißwein mit rein. Und dann Deckel drauf, das mache ich einfach hier, damit wir das nochmal genau sehen. Was ist der Deckel? Ja. Ja, jedes Modell funktioniert natürlich ein bisschen anders. Ihr guckt, dass das drauf ist. Dann hochschieben, dass das Ding verriegelt ist. Rüber auf die Herdplatte. Dann macht ihr euren Ofen auf volle Pulle. Was die Kiste hergibt. Und sobald euer Ventil oben ist, dauert das Ganze, je nachdem, was ihr drin habt. Jetzt haben wir eben die kleinen Nudeln drin. Ich sag mal so 2,5 bis 3 Minuten. Wir gehen mal von 3 Minuten aus. Dann ist euer Gemüse gar, euer Fleisch gar, eure Soße ist fertig. Ihr habt wirklich alles in einem. Ihr habt das sogenannte One-Pot-Wonder. Und ich kann euch nur eins empfehlen. Jetzt mal an alle Studierenden, wirklich an alle Studenten, an alle jungen Leute da draußen in den WGs, an alle Alleinerziehenden. Ich glaube, damit ist Kochen wirklich ganz, ganz leicht gemacht. Und es gibt keine Ausreden mehr, ich habe keine Zeit zum Kochen, weil das geht wirklich in Minutenschnelle. Ja? Probiert es aus. Wie gesagt, wenn das Ventil oben ist, rechnen wir 3 Minuten und Leon, ich würde sagen, wir schalten dann wieder ein. Das machen wir ja. Bis gleich. Wir sind wieder da. Leon, halt mal da drauf. Ventil ist wunderbar oben. 3 Minuten sind um. Zack. Wir nehmen das Ganze wieder mit rüber. Wie gesagt, abdampfen kein Problem. Ihr zieht wieder an dem Ding. Und dann dämpft ihr ab. Ihr könnt auch voll aufmachen, das spielt überhaupt keine Rolle. Ja, aber ihr müsst aufpassen. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt für 5-6 Leute kocht und euer Dampftopf ist quasi überall voll, dann musst du langsam abdampfen, weil wenn du dann das Ding aufmachst, dann spritzt dir die Flüssigkeit dann drauf, weil das ist ja unter Druck und es kocht ja da drin. Ja, das ist ja komplett unter Druck. Und dann einfach das Ding langsam nach hinten ziehen. Wenn dann kein Geräusch mehr kommt, ja, ist das Ding klar. Nach hinten ziehen, aufmachen, fertig ist der Lack. Dann mal meine Lieblingsgabel wieder mit einbauen. Dann nehmen wir unser Fleisch raus. Ja, perfekt. Wir schauen uns unser Ragout an. Dann probiert ihr euer Ragout mal. Also ausschauen tut es nämlich hervorragend. Ich denke mal, das passt soweit. Auch mit der Säure ist es wunderbar. Für meinen Geschmack, es könnte ein bisschen schärfer sein. Ich mache jetzt noch ein bisschen Pfeffer dran. Und eine Prise Salz. Also man hätte ein bisschen mehr aktivieren können. Aber es kommt auch daher, ja, weil die Nudel, du salzt ja normalerweise dein Nudelwasser, also für euch zu merken, ihr salzt ja, und dann deswegen macht ihr dann gleich noch ein bisschen die Flüssigkeit, die ihr reinmacht, die salzt ihr leicht und dann passt es vom Geschmack. Okay?
unsere Wurzeln mit der Nudel an. So. Die sind wunderschön auf den Punkt gegart. Die Nudeln sind wirklich super auf den Punkt. Okay. Das Hühnchen könnt ihr jetzt oben drauf packen, was ihr natürlich auch machen könnt. Ihr könnt euer Hühnchen direkt in Würfel schneiden und dann das Ganze als Ragout servieren. Ne? So, jetzt macht er den Saft da noch oben drüber. Und auch für unser Hühnchen, wo wir das dann anrichten, macht er ein bisschen Saft auf den Teller. So. Messer. Kurz abziehen. Dann schneide ich einfach richtig schön Tranchen auf. Na, hätte noch einen kleinen Moment gebraucht. Ja, also lasst es ruhig 4 Minuten drin. Das vordere ist fertig. Das lege ich euch mit drauf. Hinterteil. Ja, das ist auch okay. Ja, also lasst es 4 Minuten drin, dann ist es fertig. Und wenn ihr das wirklich komplett vermeiden möchte, dass irgendwas sein sollte, dann geht her, schneidet es gleich in Würfel. Das war jetzt einfach ein Test, ob das funktioniert. Ihr seht, einen kleinen Moment braucht es noch. Und dann könnt ihr das wirklich auch im Ganzen reintun. Also im Würfel reichen locker 3 Minuten. Ja, und im Ganzen macht er 4 Minuten, aber das ist dann auch ausreichend. So, dann einen Faden Olivenöl noch drüber. Lernt wieder nichts für dich, ne? Nee. Ein Blättchen hier dran. Und für unser Hühnchen schneiden wir es noch ein bisschen klein. Ready to rumble. Bisschen Pfeffer. Dann würde ich sagen, One Pot Wonder mit Hühnchen, Wurzelgemüse und Nudeln. Probiert's aus. Und ja, viel Spaß damit. Gutes Gelingen.